Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Gnadental-Map. Und wir haben hier jetzt auch die erste Folge, nachdem mein Rechner lieber wollte. Ja, einstellungstechnisch denke ich, hoffe ich, bin ich soweit eigentlich zufrieden. Das Ding ist, ich wollte die Aufnahme starten. Da war meine Codierung überlastet. Diese Meldung hatte ich schon Ewigkeiten nicht mehr. Und ich dachte mir, ey Leute, das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich glaube, Windows hat ein Update. Daran lag es nicht. Und dann habe ich geguckt in den Einstellungen. Der LS hatte auch ein Update. Und Leute von Giants, bitte, ich verstehe nicht. Warum um alles in der Welt, wenn ihr ein Update macht für ein Spiel, warum werden benutzerdefinierte Einstellungen immer über Bord geworfen? Ich werde hier irre. Ich bin hier fast verrückt geworden. Ich dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ich hier nicht aufnehmen. Ich habe bestimmt 3 Anläufe gebraucht, bis ich mir dachte, komm, das kann ja wohl nicht wahr sein, Schwein. Wir gucken jetzt in der Einstellung nach, was denn hier Phase ist. Und siehe da, es läuft. Gott sei Dank, es läuft. Ist immer noch Testphase, ne? Wie auf dem kleinen Land. Ich muss gucken, wegen Dateigröße. Ne? Also wenn du hier so ein 60 GB großes Video hast, Alter, das dauert halt Ewigkeiten zum Hochladen. Also, nicht lang rumgeschnackt, wir steigen in den First Teil. Klapulieren den Flug auseinander und dann legen wir mir hier ordentlich los, dass wir die Felder geflügt bekommen. So, und ich hoffe, das läuft. Ein bisschen ruckelig, zuppelig. Kann vielleicht noch am Shader Cache liegen, weil wenn du Grafikeinstellungen änderst und die Map betrittst, ist spannend. Und dann sind erstmal so Dinge am Start. Da muss erstmal alles kalibriert werden. Wolkenqualität, das ist mir so richtig egal, deswegen habe ich das erstmal runtergedreht. Und heute kam die erste Folge Kleines Land nach meinem Rechnerzusammenbruch, sag mal, ja. Und da ihr habt schon Feedback, Leute. Vielen Dank dafür. Ich mach mal hier den Helfer rein. Können wir hier die Arbeitsgeschwindigkeit noch erhöhen? Nee, wir sind schon im dritten Gang. Mit 15 km/h ist der jetzt nicht besonders schnell, der Flug. Warte mal, haben wir den überhaupt schon mal ausprobiert? Wie schnell kann denn der überhaupt? 15 km/h, okay. Ich war von dem Förseteil nochmal in der XML unterwegs und habe am Getriebe rumgeschraubt. Der kann jetzt im zweiten Gang einen Ticken schneller fahren. In der Hoffnung, wenn der was zu arbeiten hat, dass er dann vielleicht nochmal in den nächsthöheren Gang schaltet und dann schneller fahren kann, eventuell, weil jetzt sind wir auch in Gang 3, er fährt 15, top. Ja. Vorher mit dem Mulcher hat er sich im zweiten Gang übelst den Motor auseinander gebaut, also, ne, anstatt hochzuschalten, erstmal hohe Drehzahl fahren. Ja, so, aber wir pflügen uns den Acker hier schön und danach stecken wir Mais in das Feld und wir bauen beide Felder zusammen, so war nämlich der Plan. Ja, ach Gott, Leute, ich kriege hier echt graue Haare. Ich alter echt ganz stark. So richtig viel zum Thema muss ich jetzt eigentlich nicht mehr sagen, oder? Wieso, weshalb, warum? Hier Einstellungen, bla bla, alles Käsekacke, weil, ja, ne, ich glaube, ich habe alles gesagt im kleinen Landvideo, was heute kam für euch. Zeitblase, heute ist der 13.04. Ja? So. Ach, warte mal, ich hätte auch gerne diese beiden Landstücke hier, aber, ja, gut. Ich glaube, da hatten wir beim letzten Mal schon gesagt, das muss auch erstmal ohne gehen. Ey, wieso fährt denn nur 11? Ah ja, schalten will er nicht. So, warum auch immer, ich weiß es nicht. So, Feld erstellen aktiv. Und wieder aus. Okay, dann fliegen wir mal hier die Ecke hoch. Das wird zum Anfang auch ein richtig hässliches Feld, ne? Da könnte auf jeden Fall schon mal sicher sein. Warte mal. Ja! Stimmt, die Karte hat die geändert. Haha! Ja, wenn man schon mal was macht, dann kann man auch mal was Neues ausprobieren. Und siehe da, hat ein Ausblenden, habe ich jetzt auf eine extra Taste gelegt, hat den Vorteil. Wir kommen uns mit Superkraft nicht mehr in die Quere. Das war nämlich vorher immer irgendwie tastenbelegungstechnisch leicht überschneidend. Nicht unbedingt von Vorteil. Jetzt hat mir das dann gereicht und dann habe ich einfach eine neue Tastenbelegung auf hat Einblenden, Ausblenden gelegt. Und siehe da,
Knack, 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 knack. Perfekt. Sehr schön. Okay, jetzt will er in den Gang nicht hochschalten. Das kann doch nicht wahr sein. Aber er ist doch gerade gemacht beim ersten Mal, oder? Ich verstehe gerade noch nicht so ganz, warum er jetzt nicht möchte. Und ich habe schon überlegt, hier wachsen ja Kartoffeln. Rein theoretisch könnte man hingehen und dieses Land gleich mitkaufen, kostet aber über 200.000 und wir haben schon eine 500.000 Kredit auf dem Konto. Ich möchte das zum Anfang nicht gleich erstmal hier überstrapazieren und ausreizen bis zum Ende. Deswegen, naja, müssen wir noch warten. Ne, gut Ding will Weile haben, wenn wir erstmal dieses Feld so haben, ist auch okay. Kriegen wir nach und nach schon alles fertig. So, ach komm, wir lassen den Helfer erstmal fahren. Wenn der hier hinten denn so weit ist, wie er ist, dann können wir auf Feld erstellen, umstellen und dann haben wir beide Felder zusammengebaut, hoffentlich. Und ich hoffe, die Aufnahme läuft. Aber ihr habt ja gesagt, beim kleinen Land, dass da soweit alles tippitoppi ist. Gute Qualität, läuft saftig, schmatzig, sehr, sehr schön. So, ist genauso wie bei Anno, ne? Da war ja auch experimentell alles am Start. Oh, jetzt möchte er nicht. Na, warte mal. Okay, so richtig geil ist das mit dem Getriebe noch nicht. Da muss ich nochmal ran. So, wenn jetzt eine Hilfe einklinkelt, dann fährt er auch. Es ist verrückt. Was willst du machen? Okay, hier ruckelt krass. Ah, die Kodierung hat doch ein bisschen Stress. Muss die Sichtweite runternehmen, das kann natürlich auch sein. Oh Gott. Wenn ich rauszoome, ist ja grauenvoll. Wahrscheinlich wird es in der Aufnahme perfekt laufen, aber bei mir hier auf dem Aufnahmemonitor, oh, und ich habe eigentlich damit gerechnet oder erhofft. Wir hatten ja die Probleme auch bei der Fox Farm. Und da lief es dann aber nachher, nachdem wir endlich alles eingestellt hatten, lief es da richtig, richtig gut. Naja. Jetzt nicht mehr. Aber irgendwie, man, das Ding ist, es wurmt mich. Sonst könnte ich einfach, ne, ich habe mir ja um so Sachen eigentlich keine Platte gemacht, weil ich wusste, es läuft. Und dann kannst du dich auf andere Sachen konzentrieren und jetzt musst du ständig hier mit Ohrge rüberschielen, weil Aufnahmemonitor, holla die Waldfee. Ja. Ist nicht so schön, zumal ich heute auch ein paar mehr Folgen aufnehmen wollte. Ne, weil, wie gesagt, mein Videovorrat neigt sich dem Ende. Ich muss ja Zwangspause machen. Natürlich wieder total passend, direkt zu Ostern. Was denn denn? Ne, da, wo eigentlich noch Zeit wäre, aber Computer sagt nein. Stehst du halt da, machst du nichts. Ach komm, wir flügen mal ein bisschen alleine. Ein bisschen selber flügen ist auch nicht schlecht. Den Grünstreifen, da fahren wir jetzt einfach mal drüber. Da ziehen wir nachher nochmal nach. Mit aktivierter Feldanlegefunktion. Ja. So. Warum der hier ein bisschen am Rumstruggeln ist, weiß ich aber auch noch nicht so genau. Entweder muss er noch Shader Cache laden, was da hinten noch so rumsteht an Krempel. Oder ich muss die Sichtweite mal ein bisschen runternehmen noch. Das sind so Feinjustierungs-Tuning-Einstellungen. Das werde ich aber alles erst sehen, wenn die Aufnahme vorbei ist und ich mir das Resümee davon quasi selber mal anschaue, um zu gucken, was denn hier genau Phase ist. So, genug rumgequatscht. Der Plan war nämlich, dass wir hier Mais anbauen. Den werden wir dann häckseln. Und das Häckselgut würde ich sehr, sehr gerne, nachdem er hier hochgeschalten hat, so, mit dem Göweil-Ballenpaket eigentlich sehr, sehr gerne in Silageballen wickeln. Dass wir da mal ein bisschen an Geld rankommen. Eventuell wäre ich sehr bereit, dass wir uns hier irgendwo ein Stück Land kaufen, was wir als Wiese anlegen, um da permanent Gras von zu mähen, um immer liquide zu sein, immer flüssig zu sein. Weil, wie ihr schon wisst von der Fox Farm, Silageballen sind der Hammer. Ja?
Ja, weiß ich nicht, wollen wir hier die Arbeitsgeschwindigkeit nochmal hochdrehen von dem Apparat? Aber eigentlich ist halt ein Flug. Was willst du da, ne? Guck mal, der hat so schon sehr, sehr, sehr viel Arbeitsbreite. An sich bin ich da schon sehr zufrieden, so wie es läuft. Ja. Ich würde sehr gerne mit der Shader-Qualität nochmal ein bisschen rumspielen, unter Umständen. Das ist nämlich alles auf sehr hoch. Da würde ich nochmal runtergehen wollen. Nur zu Testzwecken. Also ihr seid noch nicht vollkommen befreit. Es geht natürlich Gott sei Dank hier weiter. Und ich möchte die Zeit auch nutzen, dass wir hier vorankommen. Ja. So. Jetzt möchte ich mal sehen, was macht er denn? Wo will er denn hin? Nein, du bleibst bitte auf dieses Feld. Da drüben hast du nicht verloren, die hört uns nicht. Und versuch ja nicht, den Flug an den Bäume anzuhängen. So. Ha, Helfer. Helfer. So, Helfermarsch. Mal gucken. Fährt er nur bis 11 km/h hoch? Ja. Ach, das ist doch schade. Warum ist denn das immer so doof? Bin mal auf 20 km/h hochgegangen. Unter Umständen sollte das von Vorteil sein. Jetzt wäre nur interessant, schafft der Helfer das überhaupt bis dahin hochzuschalten? Wir werden sehen nach der nächsten Kehrtwende hier. Wenn wir hier so beobachten, ja, dann zuppelt das ja eine schöne Aufnahme. Okay, so ein paar Einstellungsmöglichkeiten habe ich da noch. Aber ich möchte halt eine gute Videoqualität liefern und ich hoffe da echt auf euer Feedback. Dass ihr mir da sagen könnt, ja, ist okay, nee Junge, geht gar nicht. So weit wäre halt cool. Also rein Bildqualität, weil Ton und so läuft, aber die Bildqualität, ja. Ja, ist halt immer so ein leidiges Thema, was sich ständig mit sich führt. Ich hoffe ja, wenn irgendwann mal der Zeitpunkt da ist für eine neue Grafikkarte, dass sich die ganzen Probleme einfach in Luft auflösen und das einfach läuft. Das wäre natürlich der Idealfall, dass ich mir darum keine Gedanken mehr machen muss. Aber ja. Also jetzt gucken wir mal, ob der Helfer hier mit der neuen Geschwindigkeit klarkommt, was wir hier dem Flug beigebracht haben, dass er nicht 15, sondern 20 km/h fährt. Und? Oh, guck mal. Das ist perfekt so. Sehr, sehr schön. Okay, wir sollten vielleicht, wenn der hier oben angekommen ist, dann selber nochmal den Grünstreifen hier zusammenflügen, dass der ungefähr... Ach Gott. Ist das die Sichtweite? Naja, wenn wir von oben gucken, läuft es wieder saftig. Oh, da kriegt er Flashbacks. Das war im LS19 auf der Crater Lake Map. Da war das ganz genauso. Die ganzen Bäume haben meine Grafikkarte richtig kirre und irre gemacht. Ja, ist wahrscheinlich die Sichtweite, ne? Ja, das kann ich ja runternehmen, ist kein Problem. So, aber solange hier nicht steht, dass die Kodierung überlastet ist, sollte das eigentlich passen. Ich weiß, es ist ein nerviges Thema, aber das ist halt alles, ne? Also, ja, darum dreht sich halt alles. Ist die Aufnahme kacke, ist die Aufnahme halt kacke. Und da machst du nichts. So. Vorteil, wir kriegen die beiden Acker hier zusammen gebaut. Mit dem Flug und das ist schön. So, absenken, Feld erstellen, aktiv und jetzt zieh durch, mein Freund. Helfermarsch. Ist nämlich sehr schön, wenn er links und rechts Feld erkennt. Feld aktivieren, also Feld erstellen ist aktiv. Und dann zieht der Helfer einfach durch. Ja, und so machen wir den Grünsteifen. Grünsteifen. Eieiei. Das dürfst du aber auch keiner erzählen. So machen wir den Grünstreifen zur Ackerfläche. Schön. So. Hat den nächsten Vorteil, wenn die Feldgrenzen gerade sind, dann zieht der Helfer theoretisch das Werkzeug punktgenau bis zur Feldgrenze und fertig. Aber ich traue dem Frieden hier noch nicht so, deswegen würde ich das sehr gerne manuell da vorne machen. Um Eventualitäten auszuschließen. Ganz einfach. Ja. Ja, auf die Videogröße bin ich gespannt. Also, was wir da im kleinen Land gemacht haben,
Da war ich jetzt noch nicht so 100% von begeistert. Deswegen würde ich da sehr gerne nochmal ein bisschen fein nachjustieren. Aber ich denke mal, das hängt doch alles damit zusammen, was wir für Spieleinstellungen haben. So, Feld erstellen, deaktivieren. Und dann können wir hier den Helfer wieder reinschmeißen. Und schon haben wir beide Felder zusammengebaut. Das da drüben holen wir uns auch noch irgendwann. Und dann ist das eigentlich schon erledigt, das Thema. Oh. Ja, hat der Flug gerade die Achse hinten ausgehoben? In dem Graben, ne? Warte mal, arbeitsbreitentechnisch? Kommt das hin? Theoretisch ja, oder? Dann kann der hier doch mit einmal eigentlich... Jawohl! Ist ja wie abgemessen, guck mal. Da ist supi. So, wenn der Klaas-Traktor jetzt auch noch mit der Seemaschine klarkommt, ich glaube, dann läuft das. Na, Walzen müssen wir noch. Warte mal, haben wir überhaupt eine Feldwalze? Haben wir hier, warte mal. Nee, ne? Du willst mich doch hochgradig verarschen. Genau dieses Ding ist jetzt im Angebot. Ja, da ist eine Walze, haben wir. Ja. Okay, da okay. Naja. Na, also wenn bei OBS, hier dem Aufnahmeprogramm, die Audiobalken nicht schön sauber flüssig laufen, sondern so ein bisschen ruckeln und zuckeln, dann ist eigentlich schon in Anführungsstrichen Gefahr im Vollzug, weil dann hat er Stress, der Gerät. So. Hier wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Die fettfingert. Okay, dann schieben wir nochmal hier rüber. Also schnelle Richtungsänderung hier. Wie gesagt, ich würde mit dem Shader noch mal ein bisschen was probieren. Aber Bildqualität ist halt auch wichtig, ne? Wenn wir hier so eine Pixel-Modder-Pampe haben, das will halt auch keiner. Deswegen schauen wir da mal. Ah ja, kriegen wir hin. Wobei hier ist echt... Framerate ist voll am ruckeln, sobald wir hier in die... Das sind die Bäume. Oh, na, dann nehmen wir aber auf Sichtweite runter. Okay. Das ist kein Problem. Dafür müsste ich aber das Spiel neu starten, um in die Menü... Ey, das nächste Ding ist, ist das nur bei mir so oder ist das bei euch auch so? Die Gnadental-Map, ja, wo wir hier gerade sind. Ich kann das Spiel speichern, alles dies, das, gar kein Problem. Gehe ich auf Spiel verlassen, stürzt bei mir immer der LS ab und ich bin wieder auf dem Desktop. Nur bei der Gnadental. Bei allen anderen komme ich im LS in das Hauptmenü an, nach dem Verlassen und kann dann da so Sachen machen. Bei der Gnadental, speichern, Spiel verlassen, boom, Desktop. Spielstände sind alle da, das ist alles ja kein Thema. Aber ich lande bei Spiel verlassen nie im Hauptmenü, sondern immer auf dem Desktop. Ihr könnt mir vorstellen, dass das irgendeine Mod-Konflikt-Geschichte ist. Er sagt mir auch jedes Mal, wenn ich die Map hier starte oder betrete, dass Terraform nicht unterstützt wird. Ich muss dazu sagen, viele von euch werden wahrscheinlich jetzt die Hände über Kopf zusammenschlagen. Ich habe den Spielstand und die Map The Western Wilds gelöscht aus dem Mod-Ordner komplett raus, weil... Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber damals war das so, jede Map, die du im Mod-Ordner hast, muss das Spiel immer laden, sobald irgendwas geladen wird. Ja, umso weniger Maps, umso weniger hat das zu tun. Ja, und der Mod-Ordner muss auch nicht ekelhaft voll sein, deswegen habe ich die rausgehauen. Wir werden da im Let's Play sowieso nicht wieder zurückgehen und wenn ich da nochmal Bock drauf habe, dann lege ich mir halt neue Felder an. Aber ich muss sagen, momentan bin ich sowieso privat nebenbei nur zum Probieren und so. Auf der amerikanischen Farmland unterwegs. Also da ist sowieso nicht viel mit Western Wilds oder so. Von daher ist schon okay. Ja, und da hatten wir halt Terraform gehabt, weil wir da halt aus Steine Gold waschen konnten. Unterstützt diese Map hier nicht. Vielleicht liegt es daran. Ihr könntet Terraform theoretisch auch aus dem Mod-Ordner entfernen. Nur um zu testen, um zu gucken. Weil auf keiner anderen Map benutze ich das. Man könnte das jetzt für die Kalkherstellung nehmen, ne? Dass man da Steine aus der Erde popelt und dann
mit einem Steinbrecher dann da irgendwie entweder Steine verkauft oder daraus Kalk macht. Da gibt es ja derart viele Produktionsschritte, Arten und Sorten. Aber ich will mit Steine, wenn ich ehrlich bin, eigentlich ja nicht am Hut haben. Deswegen könnte man das vielleicht nochmal ausprobieren, ob Terraform mit der Mod, mit der Map im Konflikt steht. Wäre natürlich schön, wenn er mich nicht jedes Mal rausschmeißt, sondern ich, wie bei allen anderen Maps nach dem Spiel verlassen, einfach im Hauptmenü lande und nicht auf dem Desktop. Und siehe da, die Sämaschine und der Traktor, die laufen richtig astapone. So. Der Mais wird heiß. Hoffentlich. Na, schön über beide Felder rüber. Da wir geflügt haben, brauchen wir uns keine Sorgen machen wegen Unkraut. Wir müssen dann nur noch mal mit der Feldwalze drüber. Und dann kann das wachsen, bis der Erntezeitpunkt da ist, weil wir haben volle Düngestufe. Das Ding ist... Naja, doch klar, wir haben doch beide Felder gemulcht. Also eigentlich müssten wir sie 100% Ertrag haben. Was ist denn hier? 98? Ja, mit der Walze drüber sind wir bei 100. Ach ja, der Mais wird gut. Das wird doch die erste Maisernte und die werden wir nicht dröschen, sondern wie gesagt, würde ich sehr, sehr gerne häckseln, den Mais, und in Silageballen stopfen. So. Ich hoffe, das wird was. Schauen wir mal. So, wir fahren ihn mal außen rum, dass er weiß, wo es ungefähr lang geht. Ja. Ja. Sobald die Bäume außer Sichtweite sind, läuft das richtig schmausig. Kommen wir dahin, wird schwierig. Okay, da liegt es wahrscheinlich wirklich an der Sichtweite. Das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ja, okay. Ich habe voll Bock hier echt mit große Fahrzeuge so Sachen zu machen. Bedeutet, wir brauchen echt viel Geld. Wir sollten mal schauen, dass wir... Na, uns wirklich? Also entweder machen wir mal eine richtig große Mais-Häckselaktion, dass wir da dann aber auch hier Silageballen wickeln, wie bescheuert. Weil ich habe auf dem amerikanischen Farmland in diese Göweil Silageballen-Wickelding mal so richtig ausprobiert. Also, ich habe da Silageballen hingestellt, bis selbst bei mir der Rechner langsam gesagt hat, ey Junge, es reicht. Ja, also hat schon angefangen zu ruckeln, weil die haben sich dann gegenseitig alle beim Ballen mit dem Anhänger abladen, kollisionstechnisch so ein bisschen gegenseitig beeinflusst und dann war so ein bisschen Frame Drop, weil Ruckelparty, ne? Jeder Ballen hat seine eigene Kollision und jeder will mitspielen und ja. Boah, was hat der Zähler? Das sind über 3000 Ballen oder so. Habe ich damit schon gewickelt? Klingt viel, ist es auch. Hab da schon wieder Stunden drin versenkt. Aber was willst du machen, ne? Wenn du irgendwas ausprobieren möchtest, musst du halt ran. Oh, warte mal, was machen wir? Wie machen wir das hier? Ja, also die Felder hier, die kommen auf jeden Fall, ne? Die Wiesen hier, die werden alle mit dazu gekauft. Dann wird hier nochmal ordentlich Feld angelegt, dass wir hier eine schöne Ecke haben und nicht so ein zerklüftetes, was auch immer das hier ist. Na? Der innere Monk steht nämlich auf gerade Felder. Deswegen ist das hier nur eine Übergangslösung, bis wir Kohle haben. So, aber erstmal Feuermarsch. Und ich hoffe, wir kriegen ja einen guten Silagepreis. Wenn wir den Ballen endlich mal irgendwann haben... Können wir gleich mal gucken. Wir werden hier den Helfer eh wieder in die Spur schicken, dass der hier so Sachen machen kann und dann... Ne? So, einmal umdrehen. Reichen zwei Streifenfeuerwände? Die Bäume, die kommen eh bald weg, aber... Sollte erstmal ausreichen, oder? Wir können ja mal beobachten, was er hier so anstellt. So, dann schicken wir mal hier eine Spur.
Und wir schauen mal, was bringt denn Mais als Häckselgut in Silage wickelt, fertig gegoren? Silage bringt 347 im Januar. Wir können den Mais häckseln im September. Also der muss ja nicht erntereif sein, eine Stufe davor, wenn er noch grün ist. Bringt auch mehr Ertrag als Häckselgut. Und dann hätten wir 1, 2, 3. Das wäre eigentlich perfekt, dass wir wirklich im Januar Silage verkaufen können. Im September wickeln. Also häckseln und gleich wickeln. Dann haben wir 3 Monate Zeit zum Gären. Und dann können wir ganz entspannt im Januar Katschingeling Kasse machen. Haben wir noch irgendwas Cooles im Hofsilo? Ne, wir haben alles verkauft. Och Mann. Naja, so. Dreht er hier vernünftig um oder hat er Stress mit dem Graben und mit der Straße? Nö, sieht sehr gut aus. Oh, hier ruckelt's hart. So, warte mal, komm. Wir machen da hinten nochmal die Grenze fertig. Ja, wie gesagt, mit dem Shader würde ich noch mal ein bisschen rumprobieren. Ich nehme heute auch ein paar Folgen hintereinander auf. Nur um zu sehen, wie das läuft. Ja, weil wenn es hier läuft, dürfte es auf dem kleinen Land wahrscheinlich genauso. Das war natürlich wieder hochgradig gemein, dass von Giants hier ein neues LS-Update kam und alle Einstellungen über den Haufen geschossen werden. Und ich muss wirklich in den Grafikeinstellungen fast bei jedem Feld, also bei der erweiterten Grafikeinstellung, fast bei jedem Feld irgendwas ändern für die Aufnahme. Und das nervt echt hart, weil ich kann mir das immer nicht merken. Ich bin auch zu faul, mir das aufzuschreiben. Sollte ich mir eventuell mal vornehmen, wenn wir Einstellungen haben, die sehr gut laufen, dass ich mir das einfach mal notiere für den nächsten Ernstfall, dass ich weiß, was ist Phase, was stelle ich ein und dann ist es gut. Aber, ne, hatte ich vorhin noch Thema im Kommentar und hieß, ja, komm, Mensch, Problem, SSD, HDD, mach doch mal ein Backup, quasi. Da denke ich mir, ja, du hast vollkommen recht. Da gibt es ja keine Widerworte. Das ist das Sinnvollste, was man machen kann. Aber ich bin eine faule Socke. Und ich denke an sowas nicht, weil, wenn das läuft, dann läuft das. Ich mache mir über sowas meistens immer erst Gedanken, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Quasi, wenn der Rechner sagt, nee. Und dann denke ich mir, eieiei, was machen wir denn da? Ja, na gut, Gott sei Dank, ne? Ich konnte ja auf die alte Festplatte zugreifen, alle Daten retten. Sonst wären wir jetzt auch nicht hier, wo wir gerade sind, weil dann wäre der Spielstand nämlich tutti, kompletti, kaputti und weg. Wo will er denn hin? Was macht er? Okay. Nee, wo, nein, du fährst doch nicht in den Raps, bist du doof? Hier drüben ist dein Feld, wo du dich drum zu kümmern hast, Mann. Also der Helfer, ne? Der. Boah. Ja. Wegfindungsstörungen sind an der Tagesordnung. So, wir lassen den mal hier helfen. Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann. Och Gott, wie das hier in dem Monitor. Ach, ekelhaft. Ja, ich muss die Sichtweite runternehmen. Oh. Wie, guck mal, Sämaschine ist hochgradig verschränkt. Guck mal, wie er sich in der Mitte hochbäumt, ist kein gutes Zeichen. Wir schmeißen ihn mal raus. Wir fahren das mal hier hoch. Wir fahren das mal hier hoch. Ja, zusammenklappen, runterklappen. So, jetzt läuft wieder. Jetzt dürfte er auch schneller fahren wie 11 km/h, weil er sich selber nicht in meinem Weg steht. Genau. So, habt ihr gesehen? War hochgradig verspannt hier hinten. Jetzt ist wieder schön. Ne, was wollte ich sagen? Wir machen hier Mais in der Erde und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Da müssen wir noch drüber walzen und dann haben wir's. Was wir denn anstellen, wenn wir sehen, wahrscheinlich ein bisschen am Hof rumbauen oder so. Ja? Wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Wir stehen quasi noch am Anfang. Und, naja, die Zeit rennt quasi, mehr oder weniger. Vielleicht können wir auch noch ein paar Feldmissionen machen oder so. Werden wir sehen. Auf jeden Fall bin ich raus. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht den Quatsch und renn die Hauen.